Ich schließe die Augen. Ich konzentriere mich. Es ist egal, wie viele Rennen du gewonnen hast, wie viele Rivalen du besiegt hast. Deine Entschlossenheit bleibt unverändert. Es ist ein Dialog mit der Strecke, dem Rumpel und den Vibrationen. Gebe es an die Grenzen und versuche zu verstehen, ob du noch weitergehen kannst. Begriffe wie Champion oder Legende verlieren an Bedeutung, wenn es keinen Willen gibt, neue Ziele zu setzen. Daher kennst du bereits deine nächste Herausforderung, sobald du die letzte Ziellinie überquerst. Finde einen jungen Fahrer, den Besten. Einen, der bereit ist, noch weiter zu gehen. Über die Grenzen hinaus. Und damit willkommen zu Sebastian Loeb Rally Evo, dem neu erscheinenden Rennspiel, das im Januar 2016 erscheinen wird für PS4, Xbox One sowie für den PC. Und ich bin sehr gespannt, wie das Spiel sich anfühlt, denn ich bin momentan mit einem anderen Rennspiel beschäftigt, Dirt Rally auf dem PC, was auf Konsolen im April erscheinen wird. 2015 gab es ja bereits ein Spiel, das nicht unbedingt die Erwartungen erfüllt hat, die man als Rally-Fan hatte, nämlich WRC 5, das war so lala. Und jetzt soll entsprechend dieses Spiel eventuell die Kohlen aus dem Feuer holen. Und darüber hinaus hat man auf dem PC aktuell mit Dirt Rally eine gute Alternative. Und ich bin echt gespannt, ob dieses Spiel mit dem Ableger von Codemasters mithalten kann. Ich vermute mal, dass es sich sehr gut anfühlen wird. Ich habe gerade einen kurzen Testrun gemacht und finde, es steuert sich schon gut. Und Sebastian Loeb hat auch, so wie ich das von den bisherigen Entwicklerberichten gelesen habe und gesehen habe, selbst auch an der Entwicklung des Spiels gearbeitet. Heißt, er ist nicht nur ein Lizenzgeber, sondern hat sich dann auch ein bisschen mit der Fahrphysik beschäftigt. Und wir steigen heute in die Demo ein, die an Heiligabend erschienen ist, und entsprechend an dieser Stelle wünsche ich euch allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Ich bin hier kurz ruhig, weil gleich kommt noch ein kurzes Intro-Gerede. Wir sind bereit. Du kannst nun entscheiden, ob du dich direkt in das Rennen stürzt oder ob du das Training fortsetzt. Über die Schnelloption auf der linken Seite kannst du verschiedene Aktionen durchführen, abhängig von deinem jeweiligen Standort. Wenn du dich zum Beispiel in deinem Hauptquartier befindest, kannst du umgehend eine Test-Drive-Sitzung starten. Ja, das ist sehr schön, dass er uns das mitteilt. Auch sehr gut, das zu wissen. Ich werde erstmal hier die Fahrphysik komplett umstellen, sodass es die maximale Schwierigkeit quasi darstellt. So fahre ich auch Dirt Rally. Rally-Fahrzeuge fahren sich allgemein auch recht angenehm. Man muss halt insgesamt nur das Optimum finden und sich in der einen oder anderen Kurve trauen, das Optimum zu suchen. Den Blick zum Scheitelpunkt nehme ich nicht, denn durch diesen Umschwenk der Kamera verzerrt sich immer mein Empfinden für die Kurve. Ich stelle das Spiel ein bisschen heller ein, denn gerade eben war es schon recht dunkel im Laufe des Rennens. Und darüber hinaus habe ich hier die Rewinds drin, aber ich weiß nicht, auf welcher Taste die sind. Wir können die einfach mal austesten, aber ansonsten benutze ich die auch nicht. Okay, mit L1 würde man es benutzen. Die Handbremse ist auf Kreis, hochschalten auf X, runterschalten auf Viereck, genau wie in Dirt Rally. Das ist sehr gut. Und bevor wir in die Etappe springen, die uns in der Demo zur Verfügung steht, die KI-Schwierigkeit übrigens auf realistisch, schauen wir uns mal ganz kurz, nicht die Rennoptionen an, sondern hier die verschiedenen Fahrzeuge. Es gibt nämlich drei, die man in der Demo fahren kann, den Toyota Celica auch noch, den alten und einen Fiat 500. Und darüber hinaus gibt es, und das war eine große Überraschung für mich, sehr, sehr viele Fahrzeuge aus der echten Rallye-Zeit, sowohl aus der aktuellen als auch aus der vergangenen. Und ich scroll hier einfach mal durch. Ja, währenddessen kurz mal ein Wort allgemein zu Rallye.
Ich finde, es ist verdammt schwer, in Rallye-Spielen einzusteigen. Moment. Die beiden haben nur ein paar farbliche Anpassungen. Okay, das ist das Vorjahresmodell. Ich finde, die Rallye-Serie ist insofern schwierig für Einsteiger, weil man da ein gewisses Multitasking benötigt. Ihr habt halt einen Beifahrer, der euch den gesamten Streckenverlauf die ganze Zeit herunterrattert und ihr müsst ihm sehr, sehr vertrauen und entsprechend müsst ihr auch umsetzen, was er sagt, denn es ist verdammt schwer, sich die ganzen Etappen auswendig zu merken. Ich bin mir sicher, dass die meisten Rallye-Fahrer zumindest die Route lernen, aber sowas wie die ganzen Kuppen und so weiter und so fort, die hat halt der Beifahrer vorliegen, wobei da werden die sicher auch die Strecke ablaufen das ein oder andere Mal. Aber es ist halt viel vom Beifahrer abhängig und entsprechend hier auch übrigens ältere Rallye-Autos, das finde ich grandios, hier zum Beispiel der Quattro oder auch der alte Lancia S4. Und für mich ist es immer ein bisschen schwieriger, weil auch in den Formel 1 Spielen hat es mich sehr, sehr gestört, dass immer und immer wieder mein Renningenieur mir reingeplappert hat, während ich gefahren bin. Und ich fand es eigentlich immer ganz schön, wenn ich ja, von selbst unterwegs sein kann, quasi mein eigenes Ding durchziehe und mir die Rennstrecke selbst aneigne und später quasi das Erlernte umsetzen kann. Hier musst du halt auf deinen Beifahrer vertrauen. Und hier nochmal Hillclimb-Fahrzeuge. Hoffentlich gibt es auch die Pikes Peak-Strecke im fertigen Spiel. Hier haben wir auch das Hillclimb-Fahrzeug von Sebastian Loeb, auch in der Testausführung. Und hier auch unter anderem noch ein Suzuki, der für Pikes Peak konzipiert wurde. So, und ich würde sagen, die Fahrzeuge stehen uns größtenteils nicht zur Verfügung. Wir nehmen einfach den DS3 und starten ins Rennen. Das Spiel fühlt sich nicht arcadig an. Das war so ein bisschen meine Befürchtung. Das hätte genau wie die alten Dirt-Spiele sein können. Aber es fährt sich halt schon recht, ja, komplex, würde ich sagen. Es ist auch zum Beispiel so, dass ihr beim Start nicht automatisch startet, sondern ihr müsst selbstständig quasi den Startknopf drücken. Ist jetzt auch keine große Neuerung, aber es bringt so ein kleines Element mit, was ich mir zum Beispiel für Formel 1 gerne wünschen würde, dass da alle wirklich vom neutralen Gang aus starten. Und kurz nochmal, es ist eine Demo, das heißt, das ein oder andere Pop-up oder so, das wird sicher nochmal optimiert. Ein Schlüsselelement deines möglichen Erfolgs auf der Strecke wird im Servicepark entschieden. Hier kannst du das Setup deines Wagens ändern und Informationen zu bevorstehenden Etappen einsehen. Ja, was ich sehr schön hier finde, ist, dass man ein Tutorial bekommt, wenn man noch so gut wie gar kein Rallye gefahren ist, dass man versteht, was die Anweisungen bedeuten. Je niedriger zum Beispiel die Zahl, umso enger ist die Kurve zu nehmen. Das sieht man auch nochmal hier. Da sieht man auch plus, minus, was bedeutet das alles. Und hier auch links 3 in rechts, nee, das ist jetzt rechts 3 in links 3 beispielsweise. Oder auch, wenn es heißt und, was bedeuten diese ganzen Anweisungen. Und hier auch die Kuppe, die ich angesprungen hatte. Sprünge gibt es auch. Und hier haben wir zum Beispiel sowas wie schneiden, nicht schneiden, was ich immer wieder auch höre. Das hört man mit am meisten und mittig halten, wenn man nicht schneiden sollte. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Beim Fahrzeug-Setup gibt es auch einige Anpassungsmöglichkeiten. So wie ich das bis jetzt gesehen habe, gibt es da in Dirt Rally ein paar mehr. Allerdings kann man das Fahrzeug hier schon sehr individuell konfigurieren. Und das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Also es ist schon einiges gemacht worden hier. Hier hat man auch das Differential, die Bremsen. Und da kann man natürlich sehr viel Arbeit rein investieren. Ich finde es ganz schön, dass es drei verschiedene Konkurrenten gibt mit WRC, Dirt Rally und Sebastian Loeb Evo. Nee, Rally Evo. So rum. Denn durch die gewisse Konkurrenz, also durch so einen kleinen Konkurrenzkampf, dadurch auch, dass alle drei Spiele aktuelle Fahrzeuge bieten, dadurch entsteht so ein schöner, ja, Dreikampf aktuell im Rallye-Bereich und dadurch kann man auch erwarten, dass alle Hersteller versuchen, ihr Spiel zu optimieren,
Was jetzt natürlich schwierig ist, ist die Entscheidung, welches Spiel soll man weiterspielen. Ich bin mir noch unschlüssig, deswegen zocke ich jetzt die Demo auch an und werde dann entsprechend entscheiden müssen. Es trifft sich ja auch nicht unbedingt so, dass man sagt, okay, du musst dich jetzt für eines der drei Spiele entscheiden. Die kommen ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten raus. Insofern, das ist auch ganz okay. Okay, genug gequatscht. Starten wir ins Rennen. Und ich werde hier nicht so viel kommentieren, denn ich muss auf die Anweisungen hören. 3, 2, 1, go! 50, links 6, in rechts 6 und links 2, 70. Rechts 4 und links 6 sehr lang. Ah, Mann, direkt ein Fehler. Ja, okay. Dann nutze ich mal einen Rewind, weil wenn ich so einen riesen Fehler mache, dann... Und links 6 in links 6, 50. Rechts 5 plus 100. Links 6 in rechts 3 über Hügel und links 4 lang, 40. Rechts 3 lang und links 6, 50. Es ist auch eine verdammt enge Strecke, die hier in der Demo zur Verfügung stellen. Könnte so ein bisschen abschreckend für Rennspielneulinge wirken. Links 4 minus und rechts 4 und links 3 plus 40. Links 6 und rechts 3 minus und links 4 und rechts 5. Das ist aber eine mutige Entscheidung. Links 6, 50. Links 4 und rechts 3 und rechts 4 lang 50. Links 3 lang 70. Zur Erinnerung, rechts 3 und links 94. Die KI-Zeit ist auf realistisch eingestellt. Rechts 6 plus und links 5 schärfer. Das heißt, ich erwarte auch gar nicht, hier ganz vorne zu landen. Rechts 4 und links 5 und rechts 6. Rechts 6 und links 4 schärfer und rechts 2. Und rechts plus und links 5 110. Rechts 4 über Hügel und links 4 in rechts 2. Autsch. Links 5 und rechts 6, 60. Das hat einen echt gerade gemein aus der Kurve geschmissen. Links 3, 50. Links 4 und rechts 3 plus und links 4, 60. Links 5 lang, schärfer 3 in rechts 3. Rechts 5, 30, links 6, schärfer. Und rechts 6, 60. Rechts 4, schärfer 3 und links 5 und links 3 und rechts 5, 40. Rechts 6, 100. Rechts 5 und links 4, minus 70. Rechts 4, 40, rechts 5, schärfer 40. Links 6, 40. Links 4 plus, Kuppe in rechts 6, 80. Links 6 plus und rechts 5 über Kuppe, 60. Links 6 und rechts 6, 40. Links 4 plus und rechts 3 öffnet sich lang, 40. Aber es war gerade nicht nur eine Kuppe. Okay, ganz kurz nochmal der Rewind, ehe wir die Strecke verlassen. Ja, es ist natürlich am Anfang schon schwierig, hier in ein Rallye-Spiel einzusteigen. Vor allem in ein Rallye-Spiel, finde ich. Man muss sich halt wirklich an die Begebenheiten gewöhnen. Und auch wie zum Beispiel Sprung definiert wird, weil hier zum Beispiel, das hätte ich eher als Sprung definiert. Links 6 und rechts 6, 40. Oh, wurde auch als Sprung definiert. Öffnet sich lang 40. Links 4 plus und rechts 6, 50. Rechts 6, 50. Links 4 plus und links 6, 40. Rechts 6 über Hügel in links 3, minus 40. Rechts 4 in rechts 3 plus, Hügel in links 5 und rechts 4, 60. Durch Kreuzung und rechts 6, 120. Achtung, Hader und rechts öffnet sich, 120, Ziel. Und damit hätten wir es geschafft. Jetzt nochmal Vollgas ins Ziel. Wie sieht die Zeit aus? Boah.
Deine endgültige Platzierung entscheidet, wie viele Credits du erhältst. Verwende Credits, um leistungsstärkere und prestigeträchtigere Rennwagen zu kaufen. Ja, hier sieht man auch so eine Sache, die sehr, sehr motivierend sein dürfte, dass man sich auch ohne Fahrhilfen ins Rennen traut. Denn man sieht, wir haben 300 fürs Event bekommen, 700 dafür, dass wir 2 Rewinds benutzt haben und 7 übrig hatten und 3500 für unsere Rennoption. Und hier sieht man ganz kurz unsere Zeit. Jawohl, wir sind nicht letzter geworden in unserem ersten Run. Das ist jetzt mein zweiter oder so gewesen insgesamt und das ist natürlich noch ausbaufähig, aber ich sag mal so, in Dirt Rally war ich ganz am Anfang auch 15 Sekunden pro Sektor in einer Etappe langsamer als die KI. Nach so ein paar Rennen, nachdem man ein paar Rallyes gefahren ist, hat man sich dann wirklich eingefahren und es fühlt sich halt wirklich ungewohnt an. Es ist ein anderes Gefühl und ich zeige euch nochmal ganz kurz die Cockpit-Ansicht. 3, 2, 1, go! Da kann man sich auch so ein bisschen umschauen und dann gibt es auch noch die Ansicht, falls man irritiert ist, dass man, wenn man mit dem Lenkrad fährt, direkt vor sich ein Lenkrad hat und dann nochmal im Spiel eines hat. Aber ansonsten, ja, bin ich bislang recht zufrieden mit dem Titel. Ich weiß nicht, ob es jetzt Dirt Rally ablösen wird bei mir, aber mal schauen. Für alle von euch, die es nicht bis Ende Januar erwarten können, bis wir das Spiel nochmal etwas ausgiebiger zocken werden, wahrscheinlich, ich werde nochmal schauen, wie sich das Spiel jetzt insgesamt nochmal anfühlt, werde dann nochmal entscheiden, ob ich es ins Programm aufnehme. Ich werde ab kommender Woche Dirt Rally entsprechend hochladen. Ich habe mich da so ein bisschen eingespielt, damit ich euch nicht komplette Noob-Action zeige, sondern dass ich dann auch ein bisschen was kann im Spiel. Und ja. 50, links 6, in rechts 6 und links 2, 70. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und dann wünsche ich euch jetzt nochmal frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal dann bei Dirt Rally oder Sebastian Löb Evo Rally. Rally Evo. Haut rein.